Servus und herzlich willkommen bei Farming Simulator Dick. Heute gibt es zwei gute Nachrichten und eine schlechte. Die gute zuerst, es sind zwei Updates von Mappen rausgekommen. Die schlechte kommt dann später. Downloadlinks und Timecodes sind natürlich unten in der Beschreibung. Sollte ich eine Map nicht gesehen haben, schreib sie mir bitte in die Kommentare. Für neue Videos, um auf den Laufenden zu bleiben, einfach abonnieren. Und jetzt viel Spaß bei der Vorstellung. Servus auf der Ischia Farm in der Version 1.1 von Black Eye Modding. Einmal zur Grundausstattung. Also die Karte hat 39 Felder und ein großes Waldgebiet. Dann Standardfrüchte sind sowieso auf der Map. Luzerne, rote und weiße Trauben. Um voll zu arbeiten, braucht es zwei Mods: New Holland Brand 9000 Liter und Grape Planter. Quasi die die Weinerntemaschinen sozusagen. So, noch einmal kurz. Wir haben Multifruits, sehr schön. Dann, ja, Fahrzeuge sind da, keine Tiere. Ah, Verträge. Gefällt mir. Okay, also behoben wurde in der Version 1.1 Fehler in der Gebäudepositionierung, fehlende Umgebungsgeräusche hinzugefügt, bessere Texturen, einige Gebäude, dann neues Verkaufsargument hinzugefügt, quasi Supermarkt. Neue Werkstatt auf dem Bauernhof hinzugefügt. Dann positionierbare Stangen, optional für die Weinberge in verschiedenen Größen hinzugefügt. Einpolig, letzte Stange, okay, gut, das lasse ich jetzt mal. Das Gras, die Blumen und die Büsche auf der Karte können jetzt geschnitten werden. Trauben können jetzt mit einer speziellen Sämaschine gepflanzt werden. Nicht schlecht. Die als externer Mod Traubenpflanzen erhältlich ist. So. Die vier neue Pflanzen wurden hinzugefügt. Oliven, Mandeln, so wie Trauben, Sorghum und Erbsen. Es wurde ein neuer Silo-Bunker in Biogas hinzugefügt und Kompost aus Gras, Heu, Stroh, Mist oder Sorghumstroh zu produzieren, der auch für Biogas der auch für Biogas verkauft werden kann. So. Einen neuer Spielstand wird empfohlen. So, 5 Favorit. Dann 4 New Holland. Ja, das war's dann. So, was haben wir denn noch da? Da hinten haben wir was. Kreisel mit Seemaschine, Pflug und ein Anhänger. Also man kann schon schön starten. So, hier haben wir den Weinkeller. Wild Grip
Sampling. Weiße Trauben sind erntereif. Naja. Oh Gott, die Trauben sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Textur her, aber gut. Dann, wo haben wir dann Viehhändler? Gemüsehändler. Hier ist der Haupthof, ja. Hier hatten wir den nächsten. Die Preise sind für die Größe, ja. Angenehm. Zuckerfabrik, Kompost. Schauen wir uns auch gleich an. Mhm. Das heißt, hier wird der Kompost, wird quasi hier der Kompost erzeugt. Okay, da haben wir dann die Zuckerfabrik und BGA. 1, 2, 3, 4 Fahrsilos. Ja, schaut gut aus. Das sollte das Sägewerk sein. Nein, Ballenverkauf Ranch. Sägewerk sehe ich jetzt keines auf die Schnelle. Ah, da haben wir das Sägewerk. Ein bisschen großzügig bebaut. Gebaut. Waldgebiete sind kaufbar, die Preise sind auch angenehm. So, Waldgebiete gehen bis zum Rand, sozusagen Rand der Map. Und durchgemischt von den Bäumen her, ich würde sagen, jede Menge Arbeit. Gefällt mir. Und zur restlichen Map, also nur bedingt helferfreundlich, ist aber eine schöne Map. Sie ist nicht komplett flach und mir gefällt sie. So, das war's mit der Ischia Farm. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Servus auf dem Projekt Niedersachsen. Es ist eine Vierfach-Map. Und das ist die Version 3.1.1. Das ist die Finale von 0815. Modding, sorry. Also, die Map ist die Central Germany. Ich weiß jetzt nicht, wieso das so heißt. Auf jeden Fall, das ist die Version 3.1.1. Ja. Ich glaube, dazu gibt es nicht viel zu erzählen. Und da habe ich auf dieser Map eine schlechte Nachricht, weil 0815 baut die Map nicht weiter. Finde ich ehrlich gesagt schade. Ein Dank geht aber an Sachse. Der hat dem Modder geholfen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das weitergeht. Weil es sind wirklich auch die gleichen Fahrzeuge wie auf der Mitteldeutschland. Wahrscheinlich kann es sein, dass es der gleiche Modder. Ich werde euch die Map-Vorstellung da oben rechts verlinken. Weiters zum Fix. Eier können jetzt an den Molkereien verkauft werden. Keine Bäume mehr, die unter der Map sind oder über kleinere Objekte. Dann Lücken in den Fällen wurden beseitigt. Der Hafen wurde umgebaut und lästige Sounds wurden entfernt. So, wie gesagt, ich verlinke das oben,
Schlechte Nachricht, habe ich auch gesagt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.